Hallöchen, heute öffnet sich das fünfte Türchen und wir werden heute einen Stern malen. Klein, aber fein werde ich euch eine einfache Methode zeigen, wie ich Sterne male, damit sie ungefähr gleichmäßige fünf Teile haben. Ich zeige euch wie. Ich benutze wieder die kleine Form. Ich überlege gerade, wie kann man am einfachsten einen Stern malen. Ich male, so radikal wie das klingt, einen Stern immer mit Hilfe eines Pentagramms. Probiert das mal aus. Aber so kann man alle Linien richtig gut austarieren. Dass alle ungefähr gleichmäßig sind. Spitz sind. Man kann das ja dann noch anpassen. So. Ne? Das ist ein relativ kleiner Stern, aber das tut jetzt auch gar nichts zur Sache. Hier oben wird die Halterung rangemacht, deswegen mache ich mir da nur mal einen kleinen Kreis hin, dass ich das nicht übersehe. Und ich möchte gerne, dass der Stern heute ein bisschen dreidimensionaler wird. Ich suche mir ungefähr die Mitte aus und von der Mitte aus ziehe ich in jede Spitze eine Linie rein. So, jetzt haben wir es aber ordentlich vorgemalt hier, mit so vielen Linien. So, ich grunde den Stern wieder ein bisschen vor. Sieht doch irgendwie auch ganz knuffig aus, dieser Stern, oder? Ein bisschen Staub ist auch noch mit drin. Ist ganz umsonst. Der muss jetzt natürlich richtig gut trocken sein. Und mir ist eingefallen, dass wir gerade bei der Skizze ein paar Linien vergessen haben. Und zwar möchte ich ja nicht nur, dass wir die Linien aus der Mitte heraus bis in die Spitzen, sondern wir brauchen die Linien, ich deute es jetzt hier nochmal ganz vorsichtig an, auch in die Ecken. Ja? Ihr das euch noch mal ganz vorsichtig hier drauf bringen. Denn ich möchte mit euch. So, was benutzen wir jetzt noch für eine Farbe? Ich habe jetzt hier das Rutilgelb. Das werde ich jetzt dafür benutzen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr lichter Ocker zum Beispiel habt, das könnt ihr auch in der hellen Variante benutzen. Oder. Ja, auf jeden Fall einen ziemlich hellen Braunton. Ja? Einfach, damit da so ein bisschen Schatten und auch Kontrast so ein bisschen reinkommt. Ihr könnt das auch in ganz anderen Farben machen. Okay, also wie gesagt, ich nehme jetzt hier das Rutilgelb. Ich male jetzt prinzipiell nur das hier aus, was ich mir schon vorgezeichnet habe. Ihr könnt natürlich auch euer normales Gelb nutzen, denn grundiert haben wir ja nur sehr, sehr hell. Ja. Könnte fast auch wie eine kleine Windmühle aussehen, ne? Aber nein, es soll ein bisschen den Kontrast geben. So, um jetzt natürlich auch nicht so ganz den Rahmen jetzt von dem Stern zu verlieren, benutze ich die gleiche Farbe. Um hier nur eine einfache Linie zu ziehen.
das Ganze nur so ein bisschen einzurahmen, dass es nicht zu blass ist. Man könnte dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Schatten verleihen. Es kommt immer darauf an, von wo das Licht drauf fällt. Bei mir fällt Licht eigentlich immer von links oben. Das heißt, rechts unten müsste es ein bisschen schattiger sein. Ich nehme hier mal ein bisschen von der Neutraltinte. Warum Neutraltinte? Die ist nicht so tief schwarz. Ihr könnt aber auch schwarz benutzen, aber dann sehr, sehr hell. Okay, sehr, sehr hell. Könnte man jetzt natürlich auch mit dem Weiß so ein paar Glanzpunkte noch setzen. Und dann haben wir auch schon einen kleinen Stern fertig, der auch mal ein bisschen anders aussieht. So, das schneiden wir wieder aus. Denkt immer dran ans Trocknen. Ich bin hier immer ziemlich schnell mit dem Ausschneiden. Natürlich auch sein, dass mir da auch mal ein Malheur passiert. Ihr seht jetzt auch wieder hier die ganzen Bleistiftlinien wieder wegradieren, wenn es erst ganz trocken ist. So, ich würde mich sehr freuen, wenn heute viele Sterne durch die sozialen Medien fliegen und erleuchten. Ich freue mich, wenn ihr mich markiert und den Hashtag Lillys Adventskalender 2021 benutzt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dem fünften Türchen und lasst euch morgen zum Nikolaus wieder blicken. Tschüss!